Hier steht immer noch, was ein Unterraum ist. Jetzt brauchen wir vielleicht mal ein paar Beispiele dafür. Also der einfachste Unterraum, einer der einfachsten, den man finden kann, kriegen wir vielleicht so. Wir nehmen den Nullvektor und packen nur den in eine Menge. Dann ist das sicherlich ein Unterraum, denn da können wir beliebige Linearkombinationen bilden. Da passiert nur nichts Interessantes. Dann bleiben wir immer drin in diesem Raum hier. Das ist in gewisser Weise der kleinste Unterraum, den wir immer finden können. Dann genauso einfach können wir immer den größtmöglichen Unterraum finden. Das wäre der Raum V selber. Das hier, das sind die Fälle, die uns vielleicht nicht so sehr interessieren. Das nennt man manchmal triviale Unterräume. Und alle anderen Unterräume sind dann vielleicht die nicht trivialen Unterräume, die vielleicht interessanter sind als dieser hier. Das wäre ein Beispiel für nicht trivialen Unterraum. Gucken wir uns mal ein homogenes lineares Gleichungssystem an. Ein homogenes lineares Gleichungssystem, das sah so aus. Das war die Gleichung Lx, na, gleich 0. Homogen hieß Rechtsstand 0. Wobei das L jetzt irgendwie eine lineare Abbildung war von unserem Vektorraum V. Irgendwohin, wohin ist egal. Das war ein homogenes lineares Gleichungssystem. So, und jetzt schauen wir uns die Lösungsmenge dieses homogenen linearen Gleichungssystems an. Hier steht sie. Das ist also die Menge aller Vektoren aus dem Vektorraum V, sodass eben das Gleichungssystem erfüllt ist, wenn wir das da einsetzen. Das ist sicherlich eine Teilmenge und das ist tatsächlich immer ein Unterraum. Also immer ein Unterraum von V. Warum? Was müssen wir überprüfen? Das ist nur die Abgeschlossenheit, die wir ja überprüfen müssen. Und die haben wir schon überprüft in dem Satz über die Lösungen von linearen Gleichungssystemen. Da haben wir ja gerade immer gesehen, bei einem homogenen linearen Gleichungssystem, wenn wir eine Lösung haben, nennen Sie mal x1, und wenn wir noch eine Lösung haben, x2, dann ist eben jede Linearkombination davon, sagen wir Lambda x1 plus μ x2, das ist auch eine Lösung. Denn das kam allein aus der Linearität dieser Abbildung raus. Das ist ja Lambda mal L von x1 plus Lambda mal L von x2. So, und wenn der eine löst, wenn x1 löst, dann steht hier also der Nullvektor. Und wenn x2 löst, dann steht hier auch der Nullvektor. Und dann sehen wir, dann steht hier insgesamt auch der Nullvektor. Also die Lösungsmenge jedes homogenen linearen Gleichungssystems ist sofort ein Vektorraum und insbesondere ein Unterraum des Raums, von dem aus wir starten mit unserem Gleichungssystem. Jetzt könnten wir uns noch fragen, was ist denn die Dimension dieses Vektorraums L0? Und dazu gucken wir uns die Zeilenstufenform an. Also wir schreiben das Gleichungssystem wirklich hin, bringen es auf Zeilenstufenform und ich behaupte, es ist die Anzahl der Spalten, in denen kein Kästchen auftaucht. Denn wie ging das? Wenn wir die Zeilenstufenform hingeschrieben haben, dann konnten wir die Lösung des Gleichungssystems ablesen. Für jede Spalte, in der ein Kästchen war, war genau vorgegeben, was in der Variable stehen muss. Und immer dann, wenn wir in einer Spalte kein Kästchen haben, dann haben wir einen freien Parameter. Deswegen gibt die Anzahl der Spalten ohne Kästchen gerade die Dimension dieses Vektorraums hier vor.